Offenbach entsteht derzeit tatsächlich ein solcher und der erste Mönch ist bereits eingezogen. Ein echter buddhistischer Mönch ist eigentlich immer zu Fuß unterwegs. Für weitere Strecken lässt er sich aber schon gerne mal fahren. So auch Mönch Gavisako, den ein Freund an der tschechischen Grenze abgeholt hat. Gavisako stammt nämlich aus Pilsen. Jetzt ist er angekommen. Gavisako wird vielleicht für immer hier bleiben, in seinem neuen Kloster, das noch Baustelle ist. Muttodaya, so der Name des buddhistischen Waldklosters. Übersetzt bedeutet das so viel wie befreites Herz. In dem Kloster bei Stambach im Landkreis Hof leben seit Anfang Mai 3 Mönche nach der alten Waldklostertradition. Und im Studium auch geht es eigentlich darum, den Geist zu stillen. Es ist ein Ort, wo man in Ruhe lebt, in Abgeschiedenheit lebt, Zurückgezogenheit lebt, wo jeder die Möglichkeit hat, individuell alleine im Wald zu leben. Die Woche sammeln die Mönche Almosen. Unter anderem gehen sie nach Kulmbach und Bayreuth.
Der Umgang mit Geld ist ihnen streng verboten. Bei den Almosengängen ziehen die Mönche durch ihre erdfarbenen Roben alle Blicke auf sich. Die meisten Passanten können den Lebensstil nachvollziehen und gehen interessiert auf die drei zu. Ajahn Chattamalu ist der Ordensälteste im Kloster. Seit 20 Jahren trägt er die erdfarbene Robe. Zunächst lebt er in Thailand, dann in Australien. Seit Anfang Mai meditiert er bei Stambach im Landkreis Hof. Oft läuft Ajahn Chattamalu den etwa 23 Fußschritte langen Pfad stundenlang ab. Der 42-Jährige empfindet diese Lauflänge beim Meditieren als angenehm. Er diszipliniert Körper und Geist und sammelt dadurch neue Kraft. Nach dem morgendlichen Meditieren geht es bei den Mönchen derzeit hektisch zu. In dem noch jungen Kloster stehen viele Renovierungsarbeiten an. Außerdem wünschen sich die buddhistischen Mönche noch Hütten für den Wald. Dort wollen sie wohnen. Dann ist ihr Leben in einem Waldkloster mitten in Oberfranken fast perfekt. Oh.